Ja, so ist das, ne? Wenn keine neuen Hellraiser-Filme mehr produziert werden, dann sind die ganzen Statisten natürlich arbeitslos und suchen sich dann was Neues. Sind jetzt hier in Resident Evil gelandet. Silent Hill hat dasselbe Problem. Einer der prominentesten Hauptdarsteller aus Silent Hill muss auch richtig verzweifelt gewesen sein. Er hat jetzt letztens in Evil Within eine Rolle übernommen und spielt hier auch im neuen Resident Evil mit. Er erweitert quasi seinen Horizont. Brief des Gefangenen auf Russisch. Liebe Mami, weiß nicht, ob du das je lesen wirst, aber ich brauche dich. Sie nennen uns Experimente. Sie foltern uns jeden Tag. Jeden Tag. Wofür habe ich das verdient? Warum passiert das? Es tut so weh. Jeden Tag habe ich Angst, was als nächstes passiert. Mami, bitte, bitte hilf mir. Ich bin auch am Überlegen, ob ich diese Abschlussbildschirme, also die Episoden hier haben natürlich wieder Statistikbildschirme mit Treffergenauigkeit und diesem ganzen Scheiß da mit einer Bewertung zum Schluss. Ich bin am Überlegen, ob ich die rausschneide. Andererseits, während dieser Bildschirme wird natürlich... werden wir natürlich die Fertigkeiten kaufen, obwohl ich das dann auch im nächsten Abschnitt wieder zeigen könnte. Keine Ahnung, was der da für eine Pustel am Kopf hatte. Auf jeden Fall ist die schön zermanscht. So. Ich denke, wir heilen uns erstmal. Wir haben ja genug. Können wir ihr gleich eins wiedergeben? So. Und dann kann Moira mal hier den Raum untersuchen, weil der ist doch prädestiniert dafür, dass hier wieder irgendwelche Gegenstände versteckt worden sind. Hier liegt auf jeden Fall ein Verbandset. Kannst du auch mal eins mitnehmen. Und hier können wir wieder was lesen. Ich bin ja froh, dass die ganzen Dokumente... grünes Kraut, na gut. Ich bin ja froh, dass die ganzen Dokumente nicht verschwinden, dass wir die jetzt quasi nochmal finden und lesen können, weil ich mir natürlich nicht gemerkt habe, wann wir welches Dokument eingesammelt haben. Vorsichtsregeln für Experimente. Ach, das ist das mit den Armreifen. Die Sensoren, mit denen die Experimente ausgestattet wurden, messen die Adrenalin- und Noradrenalinspiegel, um die Furcht zu berechnen, die die Testperson empfindet. Die Farben ändern sich entsprechend. Grün, normal. Orange, beunruhigend. Rot, blinkend, Furcht. Rot, Mutation. Sollte der Sensor einer Testperson zu rot wechseln, ist sie bereits in der Mutationsphase. Erschießen Sie sie dann umgehend. Wir haben ja beide orange hier. Und falls euch das aufgefallen ist, Claires Armband war ja ganz am Anfang noch grün. Und ist dann erst später orange geworden. Irgendwas in der Decke vielleicht? Fällt mir gerade so ein. Wir haben jetzt zwei Wege, die wir gehen können. Und zwar, wir müssen letztendlich hier die Treppe runter. Wir können aber auch den Weg hier nehmen. Was ich jetzt auch erstmal tun werde, um den freizuräumen. Du bleibst liegen. Meine Güte. Ich habe es noch nicht so ganz durchschaut. Die treffen mich immer wieder. Das ist unglücklich. Das muss ich noch üben. Ich glaube, es war nur der eine hier, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da liegt auf jeden Fall wieder was. Ein Saphir, schon allein dafür hat es sich gelohnt. 500 Punkte sind immerhin 500 Punkte. 600 sogar. Da liegt auch noch was. 700 Punkte, also wir sammeln hier schon einiges an Punkten ein. Eine explosive Flasche. Ich muss noch mal rausfinden, wie man Sekundärwaffen benutzen kann. Weil wir haben jetzt schon, sieht man ja unten rechts, wir haben jetzt drei von diesen explosiven Flaschen. Ich habe die noch nicht einmal eingesetzt. Ach so, ich dachte, die muss man von der anderen Seite aufschließen. Das ist nämlich auch wieder so ein Rundgang. Ihr seht oben auf der Karte, da ist auch eine Treppe, die runtergeht. Führt uns quasi in den gleichen Flur,
wie die andere Treppe. Und hier ist noch ein Auszug aus einem Kafka-Roman, wenn ich mich recht erinnere. Auszug aus Kafkas Der Prozess. Da das Tor zum Gesetz offen steht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt, »Wenn es dich so lockt, versuch es doch, trotz meinem Verbot hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig. Und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter einer mächtiger als der andere.« Ich bin leider in Kafkas Werken nicht bewandert genug, um zu sagen, was so der Sinn dahinter ist. Bei den Namen kennt man natürlich. Ich habe auch, musste auch in der Schule einiges von Kafka lesen und auch analysieren, aber die beiden Sachen waren nicht dabei. So, und da seht ihr den zweiten Gegnertyp, den diese Episode bietet, neben den Tormented, da rechts schleicht noch ein Tormented rum. Und das hier vorne ist ein Ironhead. Das ist, ja, kann man vergleichen mit den Henkern aus Resident Evil 5? In Resident Evil 5 waren die Henker, ne? Ja. Oder auch, also ich habe sehr schnell den Vergleich zu Pyramid Head aus Silent Hill geschlossen. Denn er sieht auch genauso aus. Oder der Wächter aus The Evil Within, falls ihr das geguckt habt. Daher, also hier sind zwei Tormented und der Ironhead. Und ich würde sagen, als allererstes locken wir die Tormented an, damit wir uns dann auf den Großen da konzentrieren können. Und ihn vielleicht sogar umgehen können. Wir müssen hier rechts in die Tür, die ist aber abgeschlossen. Da brauchen wir erst einen Schlüssel für. Da links, ungefähr auf der Mitte des Ganges, da ist auch noch eine Tür. Da können wir durch, da müssen wir letztendlich hin. Ich gehe wieder hoch. Ich mache das von der anderen Seite, da kann man die Tormented besser anlocken. Hier noch was gesehen? Nee. War nur meine Einbildung. Also ich finde das Spiel an sich schon ganz cool, aber es fühlt sich irgendwie wieder nicht so wirklich wie Resident Evil an. Es ist eher wie so eine DLC-Episode von The Evil Within, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen schade, weil Revelations 1 war doch um einiges atmosphärischer. So, hier in dem Raum schalten wir dann den Strom ein. Das ist unser Endziel. Der Schalter da. Der da. Aber da müssen wir natürlich einige Umwege gehen, weil das hier ist Resident Evil. Ihr seht, der eigentliche Weg ist versperrt. Interessanterweise, das fällt mir jetzt erst auf, sind die Schilder auf Russisch. Auf jeden Fall in kyrillischer Schrift. Komm, Moira, wir locken den an. Boah, scheiße, das war ein Fehler. Moira, du bist dran. Moira. Das ist das erste Mal, dass ich das erlebt habe, dass das kein Instant-Kill war. So, hast du denn was? Oh, oh, da kommt er. So, Leute. Den lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Denn wir können jetzt einfach hier von der anderen Seite durch. Ich habe beim ersten Mal habe ich ihn getötet. Das ist auch möglich. Aber das hat, glaube ich, 10 Schuss mit der Schrotflinte gebraucht. Das ist mir einfach ein bisschen zu viel. Ich möchte meine Schrotflintenmunition aufheben. Deswegen gehen wir jetzt einfach hier lang. Und hier durch die Tür. So. Da kann er uns, glaube ich, nicht durchfolgen. Noch eine explosive Flasche. Ich kann Moira gleich mal wieder mitnehmen. Ich muss unbedingt rausfinden, wie das mit den Sekundärwaffen geht.
Ich gucke jetzt einfach mal kurz in die Steuerung. Ich nehme euch da mal kurz mit. Und es gibt natürlich keine Anzeige für die Steuerung. Na, wunderbar. Und ich weiß nicht, was er da gerade gespeichert hat. Ich vermute mal, das wird mit irgendwelchen Schultertasten gehen. Ich will es jetzt aber nicht einfach so... Ah! Ja, okay, ist gut zu wissen. Ich bleib trotzdem mal bei Moira. Da ist der Schlüssel. Und ich glaube... Diese Tür... führt dann zurück... Der rostige Schlüssel, genau. Zum Startgebiet. Ne, da brauchen wir das Zahnrad immer noch. Und hier rechts ist jetzt auch ein Ironhead unterwegs. Und wenn wir einen Ironhead töten, dann eher den. Als den, der hier vorne unterwegs ist. Der Gott sei Dank auch immer noch nicht wieder da ist. Kann ich kurz gucken, ob hier irgendwelche versteckten Gegenstände sind. Und wir verschwinden gleich in den nächsten Raum. Und hier hing ich dann einige Zeit fest. Käfer! Natürlich müssen es Käfer sein. Bei diesen Käfern hier. Weil, ich nämlich nicht so ganz durchschaut hatte, wie es jetzt weitergeht. Als allererstes schalte ich die Käfer aus jetzt hier. Und vor allem schalte ich auf Claire um. Ich stand da nämlich hier und bin immer in diesen Abhang gegangen hier und die Charaktere immer einfach stehen geblieben. Und dann habe ich geguckt, ob ich hier irgendwo rüberklettern kann und dann habe ich gesehen, da drüben muss ich hin. Dann bin ich hin und her gerannt und wieso geht denn das nicht und habe mich total geärgert. Es ging bestimmt ja fast 10 Minuten, wo ich jetzt ziellos umgerannt bin, bis ich dann mal aus Versehen am Sprinten war, als ich hier zu der Kante gekommen bin. Denn dann... springen die Charaktere auf einmal hier runter. Und dann war ich richtig sauer, dass das jetzt auf einmal geht, weil ich das ja vorher auch schon probiert hatte. Hier, du kommst auch hierher. Komm. Komm runter. Ich weiß auch nicht, was das für Riesenkäfer sind. So. Schicht im Schach. Cool. Ja, man erkennt vielleicht schon, dass das hier eine Müllpresse ist. Au! Aber Gott sei Dank ist der Strom ausgeschaltet. Da kann uns ja nichts passieren. Ich glaube, Käfer tauchen hier immer wieder auf. Was wir jetzt wieder machen müssen, ist die Gruppe trennen. Wir müssen jetzt Moira hier wieder hochschicken, alleine. Claire bleibt zurück. Claire muss auf sich selbst aufpassen. Das lese ich jetzt nicht vor. Das ist einfach nur, dass wir sehen, wenn wir vom Partner getrennt sind und quasi die Person, die wir spielen können, nicht wechseln können, dann erscheint dieses Partnersymbol. Also solange dieses Symbol da über Claires Kopf ist, können wir Claire nicht steuern, sondern sind auf Moira angewiesen. Hier irgendwo kommt dann auch noch ein Gegner. So, und ihr seht schon hier Falle direkt neben dem Schalter. Was jetzt wohl passieren wird. Was? Willst du mich verarschen? So. Und zack, zack, komm. Das war einfach. Gucken, was hier drin ist. Genau, so ein Kafka-Symbol. Und da liegt was. Ich glaube, hier vorne lag auch noch was. Nee, finde ich jetzt nicht.
Gut, aber wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil Claire hat Probleme. Das ist beim ersten Mal auch fast schief gegangen mit dieser Müllpresse. Weil mich die Käfer immer wieder runtergestoßen haben. Diesmal ging es wesentlich besser. Jetzt müssen wir natürlich wieder an dem Ironhead hier draußen vorbei. Und wir sehen. Geht's dir gut? Die Fallen bewegen sich jetzt. Ich war fast ein Claire Sandwich. Oh, erzählt Barry jedem diese Geschichte? Oh, gut, Gott. Wenigstens haben wir Strom. Was sollte helfen? Sehr cool, dass die Fallen jetzt den Ironhead für uns ausgeschaltet haben. Leider können wir den anderen nicht auch hierher locken. Jo, ich würde sagen, wir gehen einfach oben rum. Ich erspare mir jetzt diesen Slalomlauf da. So. Da wollte ich eben mal ausprobieren, dass wir unverwundbar werden, wenn wir in die Hocke gehen. Hat super geklappt. Was ist denn da hinten noch? Ich sehe da immer, da ist gar nichts. Da spüren mir meine Augen einen Streich. Ich sollte vielleicht die Schrotflinte irgendwann auch mal benutzen, aber ich will die Munition nicht verschwenden. Okay, hierher zu kommen war dämlich, das gebe ich zu. Die halten aber auch ganz schön was aus, bevor die zu Boden gehen. Wir müssen doch hier gar nicht lang. Was mache ich denn hier? Wir müssen hier runter. Gut, wir könnten natürlich auch den langen Weg. Moment, wir müssen irgendwie. So. Wir müssen noch das Zahnrad holen. Ist mir gerade erst klar geworden. Oh Gott. Nee, also, nee. Wir gehen den langen Weg. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch gemacht. Ich kann mich nämlich an diesen Ironhead nicht erinnern. Der ist neu. Und das mache ich ganz bestimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, muss doch irgendwo ein Gegner in der Nähe sein. Denn diese Anzeige da unten rechts, die aktiviert sich eigentlich nur, wenn Gegner in der Nähe sind. Aber hat sich schon gelohnt, hier lang zu kommen. In das Ding bin ich das letzte Mal voll reingerannt. Ich erinnere mich noch. Ich meine, es ist ja auch nicht weit. Da ist der Kontrollraum schon. Da habe ich doch eben auch noch was gesehen. Genau. Wunderbar. Gibt wenigstens noch ein paar Punkte. Und ich denke, also ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe ja die erste Episode schon gespielt. Und ich vermute mal ganz stark, im zweiten Kapitel dieser Episode werden wir wahrscheinlich Barry spielen. Wie gesagt, ich habe die zweite Hälfte des ersten Kapitels habe ich selber noch nicht gestartet. Oh, krank. Ich habe nur bis zu diesem Statistikbild schon gespielt. Also Menschen gefoltert. Aber das ist doch klar. Natürlich haben sie Menschen gefoltert. Wir haben noch die Tormented gesehen. Das funktioniert natürlich auch super. Ich weiß nicht, ob das mit dem Ironhead auch gehen würde. Der da hinten, der uns bemerkt hat.
Aber das Problem stellt sich gar nicht erst, weil er sich netterweise selbst ausschaltet. So, ich glaube, die Kerle mit den Pusteln an den Köpfen. Können wir mit einem Headshot auf der Stelle töten. Ich habe auch keine Ahnung, was das für Pusteln sind. Ich hatte die Vermutung geäußert, dass das vielleicht der T-Abyss-Virus ist, aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist was anderes. Was war denn das jetzt?